Wie die Partizipation Jugendlicher mit Hilfe digitaler Medien auf kommunaler Ebene konkret funktionieren kann, zeigt die Webvideoreihe von Jugend beteiligen jetzt. In mehreren Folgen kommen Fachkräfte zu Wort, um mit ihnen zentrale Probleme und Stolpersteine in digitalen Jugendbeteiligungsprozessen aus dem Weg zu räumen. Heute? Worauf muss ich achten, wenn ich mit Jugendlichen in einem Beteiligungsprojekt über digitale Kanäle kommuniziere? Unsere Fachleute der digitalen Jugendbeteiligung erklären Ihnen, was wichtig ist. Das ist Julian Kulascha. Er leitet als Medienpädagoge das Medienkompetenzzentrum Pankow der WTEC Berlin GmbH. Julian führt in Pankow regelmäßig Jugendbeteiligungsprojekte in Kooperation mit der Beteiligungsbeauftragten des Bezirks durch. Außerdem hat er das Curriculum Praxis Digitale Jugendbeteiligung von Jugend beteiligen jetzt mitentwickelt. Julian hat festgestellt, dass es auch immer analoge Prozesse geben muss. Beziehungsarbeit ist auch für Beteiligungsprojekte sehr wichtig. Für ihn geht es gar nicht, wenn Projekte schon vor dem Start durchgeplant sind, denn dann nimmt man die Beteiligung der Jugendlichen nicht ernst. Das ist Ulrich Tausend. Er arbeitet beim JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in München. Ulrich hat im Projekt Think Big Jugendliche dabei beraten und unterstützt, eigene gemeinnützige Projektideen umzusetzen. Außerdem hat er Minecraft-Workshops mit Jugendlichen durchgeführt. Ulrich findet es wichtig, sich in die Situation von Jugendlichen hineinzuversetzen, wenn man Beteiligungsprojekte mit ihnen planen möchte. Einerseits ist es gut, einen persönlichen Draht zu den Jugendlichen zu haben, andererseits sollte man dabei trotzdem eine gewisse professionelle Distanz wahren. Das ist nicht immer leicht, sagt Ulrich.